Geht ab, Leute, hier. Das Video fängt wieder an mit ein paar Eiern. 2 Zehner habe ich, glaube ich, am Start. Schauen wir mal. Leider nein. Weiteres Zehner. Ich habe danach noch ein paar Zehner am Start. Aber nicht gleich danach. Im Verlauf meine ich jetzt. Bummelt. Leider nicht. Leider nicht. Okay, schauen wir mal. Und ich bin gespannt. Gelaxo. Komm. 19, 17 ist 100. 18, 42. Alter, der ist, glaube ich, schlechter als der von gestern. Okay, nächstes Szenario. Okay. Okay, Jono fehlt immer noch. 4,85. Naja. 500 hätte ich gebraucht. Okay, direkt eins hinterher. Ich habe gerade die Kamera ausgemacht. Schon kommt das nächste. Schauen wir mal. Nee. Leider nicht. Dafür noch ein Zweier. Was gibt's aus dem Zweier? Pi, Fluffeluff, irgendwie sowas. Oh, mit Ansage Pi. Nee, ganz schlecht. So, erstmal das letzte Zehner für eine Weile. Weil jetzt habe ich nur noch 2 bekommen. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir können immer noch Glück haben. So, ich bin zurück. Eigentlich nur ein paar Eier gebrütet heute. Wir waren live vorhin im Livestream. War ein cooler Livestream, schaut vorbei. Aber abgesehen davon, nicht viel gemacht. Dementsprechend habe ich hier noch eine Box am Start von Woodbox. Link ist unten in der Beschreibung. Check die ab. Jeden Monat eine Box. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich habe hier ein bisschen Chaos. Ich versuche gerade Let's Go. Also ich versuche gerade die Switch vorzubereiten fürs Streamen. Mehr dazu aber gleich noch nach der Box. Weil ich habe eine Abstimmung jetzt gerade am Start bezüglich, ja, soll ich Let's Go Evoli oder Let's Go Pikachu holen? So. Ich lasse es mal auf meinem Schoß diesmal. Die Anleitung, die braucht man nicht. Wir haben ein Super Mario Schlüsselanhänger. Die Mütze von Mario. Dann haben wir eine Dr. Who Titans Vinylfigur. Okay, brauche ich nicht aufmachen. Ich kenne keine einzige Figur von Dr. Who. Oh! Pinsammlung. Spyro. Das habe ich früher als Kind geliebt. Für PlayStation 1. Yo. Richtig alt bin ich. In meine Pinsammlung. Da haben wir eine Actionfigur, so wie immer. Sammelfigur. Diesmal Iron Man. Civil War. Und zu guter Schluss ein T-Shirt. Und zwar von Assassin's Creed. Alles klar. Wie gesagt, danke an Woodbox. Mehr zu denen unten in der Beschreibung. Okay, dann habe ich noch ein paar Neuigkeiten für euch. Zwar morgen C-Day. 4-fach Staub mit Sternstück, 6-fach Staub. Das wird richtig saftig. Doppel-EP natürlich auch. 3 Stunden Lockmodule. Shiny Vollriegel. Und Tornupto kann dann Lohe Kanonade. Viele haben mich gefragt heute im Livestream, kann der überhaupt was? Und der soll gleich gut mit Glurak sein, mit Lohe Kanonade. Und wir wissen, Glurak ist der beste nicht-legendäre Feuerangreifer. Also wenn ihr kein gutes Entei oder Lavados habt, dann auf jeden Fall kann man schon mal gebrauchen. Wie immer, von 11 bis 14 Uhr. Merkt euch das, 11 bis 14 Uhr. Dann natürlich die Werte, die WP zum Rausfiltern unten in den Kommentaren. Diesmal poste ich die sogar. Also einfach kopieren. Checkt ein Video von Spieletrend ab. Der hat ein Video dazu gemacht, was man mit diesen Zahlen genau macht. Und dann könnt ihr eure ganzen Vollriegel rausfiltern und dann hoffentlich habt ihr einen 100er mit dabei. Oder 98er oder 96er. Kommt drauf an, wie ihr filtert. Nächster Punkt, die Quest, das Stapeln. Erstmal, wie stapelt man? Wenn man stapelt, dann hat man 4 Questblöcke. Und viele fragen mich immer noch, hey, wie kriegt man diesen 4. Block? Der 4. Block, das ist der oberste, das ist der Stapel. Diesen Stapel kriegst du, wenn du deine Quest abholst, das Pokémon aber nicht fängst. Du fließt einfach, aber das Pokémon ist immer noch da, die Quest ist immer noch da, aber oben im Stapel. Dann kannst du das Pokémon abholen, wann du willst. Zum Beispiel wartest du halt auf Doppelbonbon oder mehr Staub, mehr EP und dann holst du es erst ab. Oder zum Beispiel, du bist gerade im Bus, erfüllst die Quest, willst es aber nicht fangen, weil du noch schnell die anderen Stops drehen willst, bist du im Bus. Und dann fängst du es halt nicht, gehst einfach auf Flüchten und dann, ja, drehst halt an den Stops. Und jetzt am 11.11. wird der Stapel auf 100 reduziert. Das heißt, wenn du mehr als 100 hast,
bis zum 11.11. werden alle überschüssigen Quests, alle überschüssigen Pokémon, die du noch drin hast, in deinem Stapel gelöscht. Also, ja, holt euch den Stapel ab. Dann letzter Punkt, let's go! Am 16.11. in einer Woche. So, wir haben eine Umfrage gestartet auf Instagram. Die müsste aber demnächst schon vorbei sein. Wenn das Video hochkommt, ist glaube ich schon vorbei, aber schaut trotzdem vorbei, vielleicht könnt ihr noch abstimmen. Und Evoli liegt vorne momentan noch. Das heißt, möglicherweise hole ich mir Evoli. Passend dazu haben Visa-Fans ein Gewinnspiel. Und daran nehmen wir jetzt teil, weil hey, let's go Evoli. Umsonst. So, hier ist das Gewinnspiel. Wird auch nochmal unten verlinkt in der Beschreibung. Evoli Charaktertest. Gesponsert von Nintendo, glaube ich. Oder Zusammenarbeit mit Nintendo oder sowas. Evoli Charaktertest. Und zu gewinnen gibt es ein Let's Go Evoli. Passend, weil wir das gebrauchen können, wenn Evoli gewinnt, die Umfrage. Evoli Charaktertest. Welche Evoli-Entwicklung bist du? Okay. Aquana, Nachtago oder doch Fulipurba? Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das ist die Pflanze. Also die Pflanzenweiterentwicklung. Die Auswahl an möglichen Entwicklungen für Evoli ist so groß wie bei keinem anderen Pokémon. Mit unserem kleinen Charaktertest wollen wir etwas Licht ins Dunkel bringen und herausfinden, welche Entwicklung von Evoli am besten zu euch passt. Pokémon Let's Go gewinnen. Habt ihr alle Fragen beantwortet? Erwartet euch ein Gewinnspiel zu Pokémon Let's Go, bei dem ihr Pokémon Let's Go Evoli gewinnen könnt. Deswegen sind wir da. Beantwortet hierfür einfach nach einem Klick auf Quizbeginn die 7 Fragen und erhaltet am Ende unsere Einschätzung. Okay. Ja, das hier, das ist dieser Fulipurba. Quiz beginnen. Frage 1. Was machst du in der Freizeit am liebsten? Pokémon Go zocken. Ich bin immer auf der Suche nach Abenteuern, Hauptsache Adrenalin. Ja. Chillen, Serien schauen, Musik hören. Jein. Also Serien schauen können wir mit Animes schauen ersetzen und Musik hören können wir streichen. Ein Stadtbummel. Wenn Go Plus an ist, ja. Ich unternehme am liebsten etwas mit meinen besten Freunden. Ja. Nachts um die Häuser ziehen. Das ist zweideutig. In die Natur gehen oder wandern. Alles Mögliche. Ich engagiere mich ehrenamtlich. Puh. Ja. Ihr könnt natürlich unten in die Kommentare schreiben, was ihr immer gewählt habt. Oh Gott, ist das schwer. Was passt denn auf mich? Eigentlich alles Mögliche. Das ist so die Standardantwort. Frage Nummer 2. Wie würden dich andere beschreiben? Für jeden Spaß zu haben. Schüchtern, intelligent, tierfreund, ein bisschen verrückt, ruhig, schlau, loyal. Mutig, draufgängerisch, als eine ganz besondere Schneeflocke. Offen, selbstbewusst, nett. Ruhig, schlau, loyal. Easy. Frage 3. Du spielst Verstecken. Wo würdest du dich verstecken? Hinter einem Wasserfall? Das ist ganz klar Aquana, aber okay. In der Waschmaschine? Nein, niemals in der Waschmaschine. Auf einmal bleibt es stecken, auf einmal geht das Teil an. Ciao, Leben. Ich suche lieber, Verstecken ist langweilig. Oh, Draufgänger. Ich folge den anderen, Mitläufer, sodass ich deren Versteck nutzen kann, wenn sie gefunden werden. Hinterhältig, nice. Nirgends, ich habe Verstecken noch nie gerne gespielt. In der Baumkrone, im Kühlschrank, das mache ich spontan, Hauptsache alles bleibt fair. Ich glaube echt, dieser spontan, Hauptsache es bleibt fair. Frage 4, wohin würdest du am liebsten reisen? In den Süden ans Meer mit tollem Strand. Jeder, der mich kennt, der weiß, das auf jeden Fall nicht. In einen Freizeitpark, Texas, in den wilden Westen. Ins Nirgendwo, um Neues zu entdecken. Nach Skandinavien, Erlebnis, Bauernhof. In die Berge zum Skifahren, Campingtrip nach Italien mit netten Leuten. Digga, ich will irgendwie gar nichts davon machen. Nach Skandinavien, Alter. Das war wahrscheinlich die Eisentwicklung. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau, Gelb, Rot, Lila, Schwarz, Grün, Türkis, Rosa. Muss ich jetzt Gelb nehmen, weil ich Team Gelb bin oder was? Und wenn man Gelb nimmt, dann ist man ganz klar Blitzer. Also ein paar von diesen Fragen sind sehr, sehr offensichtlich. Ich glaube einfach Schwarz. Aber Schwarz ist eindeutig nach Tage. Frage 6. Was ist dein Lieblingswetter? Sommerregen, Gewitter, sonnig und heiß. Aprilwetter, Regen vermischt mit Sonne. Klares, kühles Wetter, auf jeden. Bewölkt und eine leichte Brise, die Blätter rascheln lässt. Schneesturm. Es muss einfach schön sein, nicht zu warm, nicht zu kalt. Oh, wobei? 8. Frage 7. Was nimmst du am liebsten zu dir? Fischstäbchen mit Kartoffelpüree. Pommes. Curry, Hauptsache würzig.
Bin nicht so wählerisch, solange es nicht zu ungesund ist. Kaffee, Salat, einen großen Eisbecher mit toller Deko. Ganz egal, Hauptsache vegetarisch. Also Kaffee ist nach Tara. Vegetarisch ist diese Pflanze. Eisbecher ist wahrscheinlich dieser Glazio, irgendwas. Curry ist wahrscheinlich Flamaga. Pommes, Blitzer oder sowas. Keine Ahnung. Fischstäbchen, Aquana wegen Fisch, Wasser. Aber ich glaube Salat. Also ich sag nie nein zu Salat. Fertig, das waren alle Fragen. Okay. Zur Auswertung geht es hier. Zu dir passt Nachtara. Das Unlicht-Pokémon ist ein zurückhaltendes Pokémon. Okay. Welches sich oftmals so benimmt, als würde es am liebsten alle in Ruhe beobachten. Ja. Zusammen mit der schlauen Vorgehensweise in Pokémon kämpfen seid ihr ein starkes Team. Alles klar. Gewinnspiel. Bis zum 13.11. läuft unser Gewinnspiel. Welches natürlich in Verbindung mit den bald erscheinenden Spielen Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli steht. In Kooperation mit Nintendo wollen wir zu Ehren des süßen Pokémon die Evoli-Version der bald erscheinenden Pokémon Let's Go-Spiele an zwei glückliche Gewinner verlosen. Um an diesem Gewinnspiel teilnehmen zu können, könnt ihr uns einfach per E-Mail oder unseren Aktionsbeiträgen auf Facebook, Twitter oder Instagram schreiben, welche Entwicklung von Evoli laut unserem Test am besten zu euch passt. Teilnahme, okay. Alles klar, das werde ich auf jeden Fall noch machen. Ich bin Nachtager. Aber das war's erstmal von mir. Schreibt unten in die Kommentare, was bei euch rausgekommen ist. Welcher Typ seid ihr? Und ansonsten, viel Spaß beim CD morgen. Gönnt euch den Staub. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.